Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Jo, in der letzten Folge haben wir haben einen neuen Freund kennengelernt. Und zwar unseren kleinen Zwergenschmied hier, Willis, der gleich mal irgendjemand zum Tod geschickt hat, den er irgendwie schon länger kennt, jedenfalls dessen Mutter. Der hat jetzt sei ruhig, Gollum. Der ist doch echt Gollum, oder? Ne, guckt euch doch mal die Bewegung an. Ist doch der Wahnsinn. Können wir mit dem reden? So ein Mist. Versucht vergeblich zu pfeifen, ist er süß. So, ich hatte ja jetzt überlegt, ob wir jetzt gleich zu dem Greifen gehen oder es doch erstmal lassen und noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn wir das machen würden. Wenn wir alles den Schmied haben wir da. Klagebrücke und jetzt sind ja diese Fragezeichen hier aufgetaucht. Da drüben haben wir noch eine verfügbare Quest und die würde ich jetzt einfach mal machen. Wie setze ich einen Wegpunkt mit Viereck? Okay. Wir brauchen Plätze jetzt nicht zu rufen, da können wir auch mal ganz fix hinlaufen. Aber da, jetzt hänge ich ja am Zaun fest. Noch ein Junge. Da fehlt etwas. Die Textur hat. Also, oder was macht denn der? Oh Gott. Ich finde die Kinder hier ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich sagen. Haben wir noch einen? Ah, der scheint ein bisschen... Okay, der lässt seinen Bogen einfach mal verschwinden. Egal, wir haben nichts gesehen. So, mit wem können wir denn hier reden? Odolan. Okay, dann reden wir mal mit Odolan. Sei gegrüßt. Ein Hexer? Hast du die Nachricht gelesen? Wegen des Brunnens? Brunnen? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es ein Problem? Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Beschreibe den Geist. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus... wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich werde dir helfen. Reden wir über meine Belohnung. Ja, komm. Wir sollen uns einem Geist gegenüberstellen. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Falschen? Oh Gott. Du hast doch noch gar nichts von der Belohnung gesagt. Um eine höhere Belohnung falschen, wähle dazu mit L einen Betrag aus und bestätige mit X. Wenn dein Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Ich nehme mal stark an. Ah, okay. 20 ist sein... Okay, wir gehen mal... ein bisschen höher auf 4, auf 25. Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Das ist ja cool. Gut, dann ist das geklärt. Das ist geil. Das gefällt mir. Ich werde dir helfen. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Teufel beim Brunnen. Und wir werden weggeschubst. So, dann wollen wir das jetzt auch mal gleich zu unserer Quest machen. Dann machen wir das jetzt mal. Ist eine Nebenquest. Nicht Hexeaufträge? Ah, Teufel beim Brunnen da. Empfohlen Stufe 2. Wir sind Stufe 2. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Kann ich mir das ja auch gleich anzeigen lassen? Nee. Okay, suche den Geist, der im Brunnen spukt.
Sterben uns gleich mal im Geist. Wo müssen wir denn dahin? Ja, wo ist es denn? Ah, da. Ach, so weit ist das echt nicht. Da können wir jetzt doch Plötze zu uns rufen. Das sieht aus. Plötze! Da kommen wir doch. Ey, unser Pferd, geh weg. So. Zutaten, Krähenauge. Aufsitzen und ab geht er. Stufe 2. Ich hoffe, das kriegen wir besser hin. Dass wir diese Quest erfolgreich lösen. Ich bin ja mal gespannt, ob da auch wirklich ein Geist ist oder ob das nur Hirngespinst ist. Aber wir lassen uns mal überraschen. Wir leben ja schließlich in einer Welt der Monster. Da wären Geister jetzt nicht so merkwürdig. Aber wir sind schon da. Okay. Absteigen. Plötze, du bleibst mal hier. Was steht denn da? Ach nee, Schnellreise. Will ich doch gar nicht machen. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Das ist natürlich möglich. Suche den Geist im Brunnen. So, dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Hier haben wir ein paar Steine. Ach nee, es sind Zutaten. Ach, es sind Pilze. Steine, Pilze, pipapo. Drüben haben wir einen Sack. Da drüben haben wir dann was Totes liegen. Altes Schaffell. Das sieht nach einem Wolf oder Wag aus. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Ein Feuergeist. Das Gras um den Brunnen ist versengt. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Okay. Da haben wir noch 6 Stunden Zeit. Wir haben es jetzt gerade mal 6.04 Uhr. Lies den Beitrag über Mittagserscheinungen im Bestiarium. Gut, wenn das eine Aufgabe ist, dann machen wir das mal. Wo war denn das jetzt nochmal? Ein Glossar. Geister. Ach hey, die schaut ja bezaubernd aus. Mittagserscheinungen unterbrechen die Bau. Also ich überfliege das immer mal ein bisschen, weil ich das jetzt alles vorlese. Ihr könnt es euch gerne in Ruhe durchlesen, drückt einfach Pause. Das ist interessant. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Okay. Wirksam im Kampf. Mondstaub. Geisteröl. Ihr denn? Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden. Durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. So, Irden wäre dann hier diese magische Falle. Gut. Finde heraus, was die Mittagserscheinung in das Dorf bindet. Und laut der Karte gucken wir da mal in die Häuser rein. Was haben wir hier noch Schönes? Da müssten wir jetzt eigentlich unsere Ruhe haben, ne? Bis zum Mittag. Nehmen das alles mal mit. Schafsfell. Fläschchen. Eine Puppe. Ist das vielleicht das, was... Die Puppe? Benutzt... Nee, ne? Ist dieser Ehering oder... Ein Brautschleier. Mehr scheint... Da drüben ist noch was. Kommen wir da irgendwie hin? Na komm. So. Okay. Drin haben wir noch. Komm schon. Ich will da hin. Da ist noch ein. So. Tabakspfeife. Okay. Aber das ist immer noch. Das Kreis ist, der Kreis ist immer noch da. Wasserflasche. Heißt das jetzt, wir müssen hier immer noch was suchen, aber irgendwie finde ich hier nichts mehr. Nee.
Und jetzt hier. So. Und weiter. So. Aber ne, hier. Haben wir jetzt erstmal nichts mehr. Rennen wir mal rüber. Ja, wir haben Zeit. Die Zeit vergeht ja recht langsam. Wir haben ja noch Zeit. Die Meridium-Erz. Nicht schlecht. Ein bisschen Geld noch. Also hier werden wir echt fündig. Da haben wir noch eine Truhe. Bärenfett. Hundeteil. Alles Ziegenfett. Alles Sachen, die wir verkaufen können. Das ist gut. Ah, jetzt sind die Häuser doch schon. Jetzt habe ich es gerade gesehen auf der Karte. Sind die Häuser doch. Jetzt sind die Kreise weg von den Häusern. Entschuldigt, wenn ich gerade ein bisschen sehr ruhig bin. Ich versuche mich hier nur mal ein bisschen zu konzentrieren. Damit hier auch meine Quest wirklich reibungslos funktioniert. Was haben wir hier? Hundetalk. Genius Essenz. Reines Silber. Meistergegenstand. Sehr geil. Wo hängen wir denn jetzt fest? Hier ist Knochen. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Finde heraus, was die Mittagserscheinung an das zerstörte Dorf. Folge den Schleifspuren mit Hilfe deiner Hexersinne. Da drüben dann, okay, einen Moment. Zerbrochene Hake. Hier drüben haben wir ein Buch. Vergibtes Tagebuch. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Hier ist das Tagebuch. Dann wollen wir das doch mal umsetzen. Und da das jetzt... es war unter den... beim Inventar. Nützliches. Jennifer's Brief, verbrannte Papiere. Wo ist denn das jetzt? Ah, Questgegenstand. Da dies, wie gesagt, ein Questgegenstand ist, lese ich das jetzt auch mal vor. Was wird ja jetzt hier wichtig sein? 27.03.1250, es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Vizima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte, wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte, wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Militäle in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtung dem Herren gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir alle als freie Menschen leben. 12.04.1250, also ein bisschen später. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Mich interessiert gerade, ob die Zeit jetzt gerade vergeht. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben, und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Pflug und keine Hacke haben. Keine Hacken, Mehrzahl. Und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen, nur über meine Leiche. Achso, Punkt. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Folge erinnern und daran, wie glücklich wir an jenem Tag waren. Okay, das wird wahrscheinlich der Gegenstand sein. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Okay, es wird das Armband sein. Dieses Armband. Es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Heraus, wie ich gesagt habe. Suche den Geist, der im Brunnen spukt. Jo. Allerdings müssen wir auch dieses Armband finden. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck. Beim Brunnen.
Setze deine Hexensinne ein, um den Brunnen zu untersuchen. Tja, da wurde die Gute wahrscheinlich in den Brunnen geschmissen, würde ich jetzt mal meinen. Untersuchen. Ayub. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Da haben wir Seil. Blutspuren. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Ob wir da jetzt runter wollen? Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Linker Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Wir haben zum Glück noch 7.31 Uhr, aber wahrscheinlich taucht die Mittagserscheinung auch da unten auf. Ich weiß es nicht. Na gut, wünscht uns Glück, dass wir da unten jetzt nicht auf den Geist treffen, sondern in Ruhe das Armband suchen können. Boah, es ist dunkel hier. Da unten ist was tauchen. Das ist doch der Arm. Verziertes Armband. So, auftauchen. Die Frage ist jetzt bloß, wie kommen wir jetzt hier raus? Hallo? Im Prinzip haben wir ja jetzt alles. Ah, hier. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Ja, und wir kommen jetzt hier raus. Das ist jetzt die Frage. Ah. Wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist gerade bisher das Schwierigste an der ganzen Quest. Kommst du hier raus? Ne. Was ich definitiv festgestellt habe, ist, dass das Spiel bei euch auf der Aufnahme wahrscheinlich ein bisschen heller ist als hier bei mir. Wo müssen wir denn jetzt hin? Boah, es lief bisher jetzt alles so super. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Wie wir jetzt hier rauskommen. Auftauchen. Da an dem Seil können wir hier hochklettern an den Dingern. Finde den Weg aus der Höhle. Das kann es doch jetzt nicht sein. Zutaten sammeln. Würde ich gerne raus. Kartoffelgewiss oder was auch immer das ist. Ich raste gleich aus. Jetzt kommst du hier nicht hoch. Komm. Da geht's doch weiter, oder nicht? Komm schon. Oder unten drunter durch? Freunde.
Das kann es doch jetzt nicht sein. So. Ah, ach Gott, hier rechts. Ach. Ja, geil. Ehrlich, eh. Ja, jetzt. Da konntest du nicht raus, oder was? Ist hier rein. Tauchen. Mal gucken. Wir suchen doch jetzt nicht den Geist, der im Brunnen spukt. Ich will die Höhle verlassen. Bisschen Frischluft mal wieder schnappen. Ja. Und jetzt wieder abtauchen. Weh, hier taucht jetzt der Geist auf. Ich möchte jetzt hier nichts unter Wasser erleben müssen. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt raus? Und warum mussten sie jetzt den Brunnen dafür nehmen? Nimm doch einfach hier diesen See. Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich, aber naja. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Wie jetzt doch? Aber, hä? Ich dachte, das ist... Okay. Wollen wir uns mal vorbereiten. Bomben... Geisteröl. Zutaten haben wir aber nicht. Arenaria, wo finde ich denn das? Ich kann nichts herstellen. Tut mir echt leid. Was ist das da? Da auf der Karte ist hier was. Wenn das jetzt... Nee, das ist ein Pilz. Es wäre natürlich cool, wenn Arenaria jetzt hier in der Nähe wäre, aber das wäre, glaube ich, jetzt zu einfach. Naja, wir haben jetzt Irden eingestellt, die magische Falle. Ich hoffe, dass das uns helfen wird. Plötze, bleib du mal hier. Eine Hase. Entfache ein Feuer um die Knochen. Körper verbrennen. Reicht das jetzt? Und das Armband. Igni. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Meinst du? Komm schon. Okay. Jetzt müssen wir echt noch gegen den Geist kämpfen. Okay, geht klar. Wow. Okay. Setzen wir mal die Falle ein. Wo ist denn hin? Hinter uns. Das waren schon mal zwei gute Treffer. Weiter. Wow. Auch nicht schlecht Schaden zugefügt. Wow, was ist jetzt passiert? Wo ist sie hin? Aber viel fehlt nicht mehr. Einen Moment. Wir machen jetzt mal ein schönes Schutzschild hier. Und jetzt Angriff. Was jetzt, du Stück Dreck? Da war ein kritischer Schaden dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Schon. Und jetzt. Oh, wir sind schon wieder geblendet. Aber wir fügen schon noch Schaden zu. Ist aber nicht mehr... Wow. Das ist nicht mehr so viel. Ist wieder ein bisschen Schutzschild. Viel fehlt nicht mehr. Wir haben sie gleich. Jawohl. Sie ist fort. Für immer. Okay. Nimm eine Trophäe von der Mittagserscheinung.
Oh Gott, eine? Oder bekommen wir hier Meisterstaub, den voll? Ah, wir können alles mitnehmen, gut. Durchdrungener Staub, Alchemie und Handwerk. Alles Alchemie und Handwerk. Ah, hier ist die Quest gegen. Ah, ja. So. Gut, Erfahrungspunkte 50, sehr gut. Und jetzt holen wir noch unser Geld ab. Und unsere Vitalität, stimmt, wir hatten ja diese Fähigkeit freigeschaltet, die steigt jetzt wieder. Unsere Lebensanzeige. Darüber bin ich sehr froh. Weil dann müssen wir doch nicht so sehr auf das Essen achten. Dann können wir uns das echt für die Kämpfe aufbehalten. Und jetzt in solchen Situationen wie jetzt hier, wo wir einfach nur am Reisen sind, können wir dann, lädt sich das dann von selber auf. Das ist sehr gut. Ja, ich finde aber so im Großen und Ganzen, bis auf die Tatsache, dass wir jetzt nicht gleich den Ausgang gefunden haben aus der aus dem Brunnen, ist es doch gar nicht mal so schlecht gewesen. Schwert kannst du wegstecken. So, na dann berichten wir ihm mal. Ich denke mal, er wird sich freuen. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu, sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Danke. Behalte das Geld für deine Tochter. Ja, jetzt wo ich hier erfahre, dass das eine Hochzeit ist, also sorry, dann investiere das Geld in die Hochzeit. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalte das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Noch mehr Erfahrungspunkte erhalten, oder was? Ein Amethyst? Was bringt uns das hier? Quest aktualisiert, Auftrag, Teufel beim Brunnen. Ja, abgeschlossen, wollte schon sagen. Ich höre plötzlich die ganze Zeit draußen hin und her stampfen. So. Ja, nö, die sollen das Geld mal schön für die Hochzeit benutzen. Aber wir haben ja jetzt hier, das war jetzt alles für die Alchemie. Nützliches. Das sind diese Briefe. Fackel strahlt ein schwaches Licht aus. Hätte ich da unten eigentlich einsetzen können, ich Idiot. Waldkraut beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Mal kurz hier mittel drüber lesen. Abelsaft. Und jetzt haben wir hier die ganze Alchemie. Wegwerfen, Seite ändern, schließen, Spielerwerte. Oh Gott, interessant. Also hier steckt so viel drin in diesem Spiel, das ist der Wahnsinn. Also positiv, das ist total geil. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Klar, das haben wir jetzt alles bekommen. Zubereitung verwendet. Aber wir haben halt jetzt noch nicht so. Also ich muss, wenn wir unterwegs sind in der Welt, muss ich definitiv mehr Sachen einsacken. Reines Silber kann für eine ordentliche Summe an einen Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Ich glaube, das ist eigentlich besser. Oh Gott. Meine lieben Gamer-Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben eine Quest eigentlich recht souverän gestaltet. Und erleben. Ach, ich bin begeistert von diesem Spiel. Schreibt es in die Kommentare, was ihr bisher davon haltet. Und ich würde an dieser Stelle jetzt auch die Folge beenden. Mich bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.